Hallo und herzlich willkommen zur Teachers Academy. Heute haben wir Ihnen eine Methode mitgebracht, die was mit dem Thema Kommunikation zu tun hat, beziehungsweise ich gebe Ihnen noch einen Hinweis sozusagen. Wir haben sogar mehr als eine Methode heute mit dabei. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kommunikation. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist nahezu unmöglich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht zu kommunizieren. Also wir kommunizieren tagtäglich, entweder mit unserem Gesicht, mit unserem Körper oder eben auch über Schriftsprache. Mehr verrate ich mal noch nicht, denn ich habe eine Expertin eingeladen, und zwar die Inga. Hallo Inga. Hallo Julia. Du bist Emoji-Expertin. Oh, jetzt habe ich das Wort schon gesagt, aber ist ja nicht so schlimm. Mhm. Schriftsprache, da denke ich sofort an Emojis tatsächlich, liegt aber auch vielleicht an meinem Alter. Ja, ich glaube, da denken viele Leute dran, ne? Emojis ist ja ein Thema, was alle beschäftigt. Mhm. Okay, magst du mir vielleicht mal ein bisschen oder auch den Zuschauern mal erzählen, was sind denn bitte Emojis? Mhm. Kann ich gerne machen. Also Emojis sind eigentlich kleine Symbole. Das ist sowas wie Smileys, ne? Also oh, warte, habe ich sogar hier. Hast du sogar da? Hab ich da, warte. Hier, sogar. Also sowas. Genau, wie Gesichter, die ein bestimmtes Gefühl ausdrücken zum Beispiel. Das können aber auch Alltagsobjekte sein, wie zum Beispiel Autos oder Lebensmittel. Ach, guck mal, ein Auto habe ich auch dabei, damit man es mal sieht. Das ist hier interaktiv heute. Genau, da gibt es noch Tiere. Tiere habe ich auch. Ich habe alles da. Aktivitäten zum Beispiel wie Schwimmen, Tanzen oder Klettern. Ne? Eigentlich sind so alle Lebensbereiche, die man hat, sind auch in den Emojis abgedeckt. Aha. Genau. Und du hast es ja schon gesagt, Schriftsprache, also Emojis werden hauptsächlich zur Kommunikation im Internet eingesetzt. Mhm. Und wenn man sich da mal so die unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten anschaut, dann ist es eben so, dass wir heutzutage, also mittlerweile, schon fast in Echtzeit, oder nicht fast, wir können in Echtzeit miteinander schreiben, also uns über Text verständigen. Das war früher noch nicht so. Da hat man einen Brief geschickt und hat ein paar Tage gewartet, bis der dann angekommen ist. Ne? Dann irgendwann gab es E-Mail, da ging es schon schneller, aber eben auch nicht so richtig in Echtzeit. Mhm. Und jetzt geht es ja wirklich zack, zack, wird ganz schnell hin und her geschrieben. Und daher ist eben auch der Wunsch da, Gefühle über Schrift, über Text zu übermitteln. Stimmt. Und da bieten sich eben so Emojis ganz gut an. Ne? Weil bei einer Face-to-Face-Kommunikation, da habe ich ja auch so dieses Nonverbale, was so ein bisschen zeigt, wie ich mich gerade fühle oder ob ich etwas ironisch meine oder nicht. Und das hat man jetzt eben im Text auch durch diese Emojis. Und ich kann dir ja mal ein bisschen was zu der Geschichte sagen. Also sehr gerne. Ganz kurz, ganz am Anfang, ich habe schon gesagt, als es hauptsächlich so losging, über E-Mail zu kommunizieren, da gab es die sogenannten Emoticons, hat man ja auch schon mal gehört. Das sind, vielleicht kannst du es mal aufmalen, das waren diese Zeichen, dieses Doppelpunkt, Spiegelstrich und Klammer für ein lächelndes Gesicht. Ah ja, das kennt man, glaube ich. Ne? Das ist so der klassische Smiley, manchmal auch ohne Nase. Also dieser Strich hier soll ja die Nase sein. Genau. Okay. Ja. Und das setzt sich aus den Worten Emotion und Icon zusammen, also Emotion und Symbol. Und die wurden dann nachher abgelöst. Und zwar gibt's die Emojis, die du jetzt auch kennst, die gibt's noch gar nicht so lange. Die gibt's seit 2010. Also haben wir jetzt quasi Jubiläum, 10 Jahre Emojis. Genau. Und das sind eben die wir aus unserer Smartphone-Tastatur auch kennen. Und erfunden wurden die allerdings schon in den 90er Jahren. Genauer gesagt 1998 von einem Japaner. Und Emoji ist auch ein japanisches Wort und das heißt übersetzt Bilderbuchstabe. Genau. Und heutzutage benutzt das, wie gesagt, eigentlich so gut wie jeder. Da kann man keine richtige Zielgruppe festmachen, wer jetzt gerne Emojis benutzt. Alle benutzen gerne Emojis. Und die sind sogar so beliebt, dass es 2017 einen eigenen Kinofilm über Emojis gab. Emoji der Film heißt dieser Film. Genau. Verrückt. Genau. Und ich habe dir noch was Lustiges mitgebracht. Dazu muss ich einmal meinen Bildschirm teilen. Ja, gerne. Zeig mal. Man kann nämlich bei Twitter gibt es einen Emoji-Tracker, da kann man live mitverfolgen, welche Emojis bei Twitter gerade ganz hoch im Kurs sind und verwendet werden. Da muss ich mal eben schauen, welchen Bildschirm ich da jetzt
Timer. Ah, oha, okay. Sehr schön, genau. Das sind so ganz viele blinkende Balken. Na, das ist so ein bisschen hypnotisch und auch ein bisschen verwirrend gleichzeitig. Ganz oben links, hier oben in der Ecke, sieht man den Emoji, der gerade am meisten bei Twitter verwendet wird. Mhm. Das ist dieser Lachsmiley mit den Tränchen aus den Augen. Ah, den mag ich auch. Den nehme ich auch häufig. Genau. Und danach kommt schon gleich das Herz. Also das geht hier sozusagen von links nach rechts runter. Und wir können ja mal gucken, was gerade am seltensten verwendet wird. Das ist hier unten. Was ist denn das? Das ist, ja, so Symbole sind da drin. Symbol, ne? Emoji für so mehrere Symbole. Ich finde das total spannend. Die ersten drei Smileys, die da gerade zu sehen waren, Emojis, die sind alle was Positives. Das stimmt, ja. Das ist gut. Das ist ja bei Twitter nicht immer der Fall. Von Richtig. Daher haben wir vielleicht gerade einen guten Moment erwischt. Ja, wer weiß, was da gerade abgeht. Genau. Und auf dieser Seite kann man eben schauen, welche Emojis da gerade so benutzt werden. Das finde ich so ganz witzig als Fun Fact am Rande. Dann beende ich mal kurz das Teilen. Jo, das heißt, krass, ich finde, auf deiner Seite hat man jetzt auch schon gesehen, wie unfassbar viele Emojis es gibt, ne? Also wenn man mal überlegt, du hast ja richtig erzählt, die Emojis fingen ja an mit Sonderzeichen und da war man ja relativ begrenzt, ne? Also irgendwann waren die Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich bin dann irgendwann immer kreativer geworden und habe dann noch Zahlen mit dazu genommen und mit ein bisschen Fantasie. Doppelpunkt und 3 kennst du vielleicht, ne? Ja, ich erinnere mich auch noch an die 8 als Sonnenbrille. Ah ja, stimmt. Also man musste dann schon sehr viel Fantasie haben und ich wette, wenn man den Kindern und Jugendlichen diese Emojis zeigen würde, dass die Hälfte davon gar nicht mehr wiedererkennen würden. Das stimmt. Ja, das ist auch alles sehr schnelllebig, ne? Also, absolut, ja. Es kommen ja auch immer neue Emojis dazu und ich glaube, es gibt mittlerweile über 1800 Emojis, die man auf dem Handy hat. Also da gibt es immer neue Sachen und es kommt eben immer wieder was dazu. Okay, aber jetzt stelle ich mir jetzt so vielleicht die Frage und Sie da draußen vielleicht auch, was bringt mir jetzt dieses Wissen, dass Emojis ganz, ganz toll sind und dass es sie gibt? Was bringt mir das als Lehrkraft? Also was kann ich daraus oder damit machen? Also erstmal kann man ja sagen, dadurch, dass sie so beliebt sind, hat man da ganz gute Karten, wenn man das als Methode macht, als Lehrkraft bei seinen Schülerinnen und Schülern, weil Emojis eben immer gut ankommen. Und ich habe dir da mal 2 Methoden mitgebracht, die man im Unterricht einsetzen könnte, wenn man jetzt mit Emojis arbeiten möchte. Oh ja. Dazu muss ich sagen, dass es auch ganz viele Kritiker gibt, ne, die sagen, Emojis zerstören die geschriebene Sprache und machen die kaputt. Wir sagen aber, nee, das stimmt nicht, von wegen, sie können die geschriebene Sprache noch bereichern und können sie auch inspirieren. Und genau, dafür habe ich dir 2 Methoden mitgebracht. Und das erste, das ist die Emoji-Story im Bereich des Storytellings. Das heißt, es geht darum, dass man sich zum Beispiel 5 bis 8 Emojis auswählt. Man kann sie blind auswählen. Man kann sie zum Beispiel, wenn man jetzt in der Schule ist, kann man sie aus einer Kiste ziehen, blind zum Beispiel. Wenn man jetzt nicht in der Schule ist, dann kann man sie auch verschicken. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich schicke dir gleich mal 5 Emojis. Und genau, und dann hast du die Aufgabe, aus diesen 5 Emojis eine kleine Geschichte zu schreiben. Das fördert so ein bisschen die Kreativität, ne, und auch das Schreiben an sich. Und genau, dann wollen wir doch mal gucken, was da rauskommt. Bin mal gespannt. Das Gute bei dieser Methode ist nämlich, dass man gar nicht so viel Material braucht, aber trotzdem am Ende ein tolles Ergebnis hat, weil man braucht eigentlich nur diese Emojis und die hat man im Prinzip ja immer dabei, weil die eben bei der Smartphone-Tastatur auch integriert sind. Und man kann das machen, dass die Kinder alleine damit arbeiten. Man kann sie aber zum Beispiel auch in 2er-Gruppen aufteilen. Und da ist es ganz witzig, wenn man sagt, die eine Gruppe, die macht mal aus 5 Emojis eine Geschichte. Und wenn die Geschichte fertig ist, dann bekommt diese Geschichte die andere Gruppe. Und die wiederum müssen dann Emojis zu der Geschichte finden. Und dann kann man am Ende schauen, na, sind die gleichen Emojis rausgekommen, die am Anfang losgeschickt wurden. Das ist ein bisschen wie Stille Post. Genau. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich schicke dir mal die Emojis. Und dann bin ich mal gespannt, was du da draus machst. So, da muss ich einmal kurz schauen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Bist du bereit? Ja. Geht's los?
Ich hoffe, ich bestehe. Oha. Okay, also ja. Ich sehe eine Sonne, eine Erdbeere, zwei tanzende Männchen. Oh, ich sehe gerade, ich bin davor. Zwei tanzende Männchen und eine Palme. Okay. Genau. Okay, ich versuche jetzt mal was. Okay, ich tippe. Ich finde es immer ganz witzig, wenn man auch so Emojis sieht, die im ersten Moment vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Dann geht das bei mir schon los, ne? Dass ich mir überlege, was kann ich mir da für eine lustige Geschichte zu ausdenken. Und ich finde, man merkt richtig, wie man da kreativ wird. Und die Schülerinnen und Schüler kennen diese Emojis ja meistens auch. Das heißt, vielleicht haben sie auch einen persönlichen Bezug zu denen und können das dann vielleicht auch mit einbauen. Ah Mensch, du bist ja schnell. Du hast ja schon was geschrieben. Ich habe jetzt keine Geschichte gemacht, sondern ich habe mir die Herausforderung selber gestellt, das in einem Satz zu... Ja, das ist nochmal ein größerer Schwierigkeitsgrad, das stimmt. Okay, soll ich das mal vorlesen? Kannst du gerne machen. Wir haben es aber auch direkt hier eingeblendet. Ach, falsche okay. Seite, da. Eigentlich sieht man es jetzt. Also ich denke, wir können es ja noch offen... Also ich lasse es noch offen, dass man sich das in Ruhe durchlesen kann. Ja. Okay, das ist die erste Methode, geht total schnell, braucht nicht so viel Vorbereitungszeit. Das heißt, wir bräuchten nur die Emojis. Ich könnte jetzt ja mal vielleicht einmal ganz kurz zeigen, wo man die herbekommt, weil das ist jetzt vielleicht so eine Frage, die ich mir stelle als Lehrkraft. Ich möchte jetzt gerne was mit Emojis machen. Ich habe die auf meinem Handy, ja und nu. Und da kann ich zwei Seiten zeigen. Inga, ich teile dir mal meinen Bildschirm, damit du das sehr auch gern siehst. Damit du siehst, welche Seiten ich teile. Und zwar, genau, pack dich mal hier oben in die Ecke, es gibt natürlich viel, viel mehr Seiten. Wir haben uns jetzt für zwei entschieden, die wir beide, Inga und ich, ganz gut fanden, weil die A, eine Suchfunktion haben. Das heißt, man muss nicht ewig suchen, sondern man kann ein Wort eingeben und B, auch viele Emojis zur Auswahl haben. Das ist einmal das Emoji-Wiki. Das ist, würde ich behaupten, fast die bekannteste Seite. Die findet man auch beim Suchen direkt als erstes. Und da könnte ich jetzt einfach ein Wort eingeben, auf Englisch in dem Fall, weil das eine englische Seite ist. Ist aber vielleicht wunderbar für den Englischunterricht, ne? Weil da müsste man Transferleistungen machen, wenn das jetzt die Kids machen würden. Und da habe ich dann eine Übersicht von den Emojis und ich könnte dann einen anklicken. Das mache ich mal kurz. Und dann habe ich hier weiterhin auf Englisch die Erklärung, was der bedeutet. Das ist auch manchmal ganz spannend. Und hier mit einem Klick kann ich ihn kopieren und habe ihn dann in meiner Zwischenablage und könnte dann zum Beispiel ein Word-Dokument draus machen und die dann ausschneiden, dann, wenn ich das so ein bisschen interaktiv machen möchte. Also wenn ich die dann zum Beispiel auch so in der Hand halten möchte, so wie ich das jetzt hier habe. Die zweite Seite, deutsche Seite, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das ist die Seite emojikopieren.de, eine bessere Internetseite. Gibt es, glaube ich, nicht von der Bezeichnung her. Kann man sich sehr gut merken. Die hat zwar keine Suchfunktion, zumindest habe ich sie noch nicht gefunden, aber das ist hier nach Kategorien sortiert und man findet trotzdem recht schnell das gesuchte Emoji, finde ich zumindest. Man kann sogar die verschiedenen Hautfarben aussuchen. Und hier funktioniert das ähnlich. Also ich kann, ich brauche es hier aber nicht anzuklicken, sondern ich kann hier einfach markieren, da, und dann Rechtsklick kopieren und dann ist der Abschluss, der weitere Vorgang sehr ähnlich. Okay, also ich habe jetzt diese Emojis zusammengesucht und ich habe gehört, du hast eine zweite Methode, wo das sehr hilfreich sein könnte, dass ich welche raussuchen kann. Ja, da du die Emojis gerade gezeigt hast, fiel mir noch ein, was ich auch total spannend finde, ist, dass man mit den Emojis ja auch so eine Art überprüfen kann, ob alle auch das Gleiche darunter verstehen. Ne? Weil bei Emojis gibt es ja auch manchmal so Missverständnisse, dass die Smileys vor allem, die mit den Gesichtern auch unterschiedlich interpretiert werden vom Gesichtsausdruck, sage ich mal. Und da empfehle ich auch immer, wenn man im Unterricht mit den Emojis arbeitet, dass man vielleicht vorher einmal gemeinsam bespricht, wie nutzt ihr denn Emojis, was versteht ihr unter dem und dem Emoji vielleicht, oder dass die Schülerinnen und Schüler mal zeigen können, was die Lieblings-Emojis sind, welche sie oft benutzen. Und da kommt es tatsächlich immer zu ganz spannenden Diskussionen, weil es doch dann Unterschiede gibt. Also ich merke das zum Beispiel auch immer so, dass ich denke, na, das ist doch ganz klar, dass der und der Emoji das und das bedeutet, und dann verschicke ich den und dann kommt eine komische Antwort zurück oder so, weil mein Gegenüber das gar nicht so verstanden hat. Und von daher ist es auch als Einstieg ganz schön,
überhaupt erstmal über, vielleicht auch über Emotionen zu sprechen. Ne? Also was verstehen Stimmt. die Kinder unter verschiedenen Emotionen? Also die Bandbreite, was man mit Emojis machen kann, ist da sehr groß. Total. Genau. Und man kann ja vor allem was auch dabei lernen, selber als Lehrkraft. Genau. Ne? Also gerade ja. vielleicht, wenn man die selber noch nicht so viel nutzt. Ja. Also ich sag mal, von denen, ich weiß nicht mehr, wie viele tausend Smileys es, Emojis es mhm. gibt, kenne ich vielleicht oder nutze ich vielleicht nur 10, wenn überhaupt. und ich könnte mir vorstellen, Kinder und Jugendliche sind ja wahre Experten im Chatten mhm. und im Tweeten und im was auch immer. Und die nutzen bestimmt ein paar mehr Emojis und dann kann man da selber noch ein bisschen noch was davon lernen. Das finde ich total ja. toll. Okay. Das stimmt. Zeig mir mal genau, die zweite Variante. Die zweite Variante, genau. Die ist im Prinzip ähnlich wie die Variante eben, ja. nur sozusagen umgekehrt. Also das Lernszenario kann nämlich auch andersrum aufgezogen werden. Da geht es darum, dass eine bestehende Geschichte mal in eine Bildergeschichte umgewandelt werden soll. Na, also okay. wir können das ja mal ausprobieren, dann verstehst du es vielleicht mhm. besser, was ich meine. Ich habe mir jetzt mal rausgesucht die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Und wir haben da natürlich mal was vorbereitet. Du Na hast klar. Das wahrscheinlich vor dir liegen. So, ich hole jetzt, ja, genau, hol jetzt mal hier alles rüber. Man hat jetzt also Sehr hier, schön. Ich sortiere es noch ein bisschen. Ich glaube, die Geschichte kennt jeder. So, hier ist noch nicht alles drauf, aber das ist gar nicht schlimm. Wir müssen nämlich gar nicht alles zu sehen haben. Wir machen das nämlich Stück für Stück. Okay, also ich habe jetzt einen Text und den habe ja. ich auseinandergeschnitten in den einzelnen Sätzen. Mhm. Und was nun? Genau. Jetzt kannst du Satz für Satz einmal durchgehen und dir mhm. dann überlegen, welche Emojis könnten zu diesem Satz passen, mhm. dass jemand anderes, der dann auf deinen Emoji-Satz sozusagen guckt, versteht, um was es geht. Also, ja, eine Bilderfolge sozusagen hintereinander. Mhm. Und, okay, warte mal. Die Schwierigkeit ist, du darfst keinen Text benutzen. Oh Gott, das ist ja gemein. Das würde ich ja. nämlich jetzt machen wollen. Also kennst du noch diese Kinderbücher von früher, wo man ja. so Text hat und dann sind manche Worte sind ausgetauscht worden Stimmt. und da war dann ein Bild. Und das hätte ich jetzt gemacht, aber Stimmt. das hast du mir ja verboten. Und ich habe es jetzt schon vorbereitet, weil das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn ich jetzt ewig mir überlegen würde, welche ja. Emojis ich da nutze. Das bedeutet, ich habe das jetzt auch hier schon in einem Streifen. Ich zerschneide das jetzt doch nicht, damit das ein bisschen schöner aussieht. Der erste Satz ist also, es war einmal ein sehr alter Esel. Genau. Das heißt, da sind für mich, ist das Wort Esel auf jeden Fall wichtig. Alt mhm. kann man gut darstellen. Mhm. Es war einmal, da hast du ja die super Idee gehabt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Mhm. Und ich zeige Ihnen jetzt mal das Ergebnis. So. Also ich habe jetzt hier für es war einmal einen Pfeil, der nach hinten zeigt und dann eine Uhr, weil das ist ja vor der Zeit, die jetzt gerade stattfindet. Passiert sozusagen, ne? So kann man das ja. erklären. Dann einen kleinen älteren Herren, das Gesicht eines älteren Herren für alt und ein Pferdchen für Esel, weil ich nach langer Recherche festgestellt habe, es gibt kein Esel-Emoji. Vielleicht nach Lücken, dieser. Vielleicht bald. Nach dieser Sendung bitte. Also wenn genau. irgendjemand, der zuschaut, jemanden kennt, der Emojis erstellt, bitte. Ein Esel brauchen wir noch. Okay. Ja. Habe ich verstanden. Das heißt, ich probiere jetzt mhm. mal den nächsten Satz. Ja, habe ich schon. Ich habe jetzt, der Esel war sehr traurig, weil er alt ist und verkauft werden soll. Da haben wir wieder den Esel. Wir haben traurig. Emotionen sind mhm. ja immer wunderbar darzustellen mit Emojis. Alt haben wir schon was. Verkauft, da denke ich an Geld. Ja. Also würde ich sagen, Esel, trauriger Emoji, älterer Herr und Geldbeutel. Sehr gut. Sehr okay. schön. So einfach kann es sein, ne? Ja, voll gut. Genau. Und jetzt kam, glaube ich, jetzt kam gar nicht der Hahn. Der Esel trifft einen Hund. Ah ja, danke. Ich habe den Hahn schon geholt. Das war falsch. So, der Esel trifft einen Hund. Ach, mhm. Das heißt, ich brauche jetzt einen Esel wieder und den Hund. Ja. Haben wir. Esel trifft den Hund. Kleiner Pfeil, der weil Hund die treffen sich. Der Hund ist auch alt. Stimmt, der Hund ist auch alt. Also kriegt mhm. er auch hier der Hund... ist auch alt. Also Sie sehen, das geht eigentlich da total ja. schnell. Wir haben jetzt den Vorteil, wir haben die Emojis vorher schon rausgesucht, aber ich kann Ihnen erzählen, ich habe im Vorfeld nichts anderes gemacht, als den Text auseinandergebröselt und habe immer die Wörter mir rausgesucht, die man bildlich darstellen kann. Nicht jedes Wort ist ja so einfach darzustellen. Und dann mhm. habe ich in beiden Seiten, die wir Ihnen eben vorgestellt haben, so ein bisschen geschaut, okay, gibt es denn ein passendes Emoji? Und da habe ich entweder die Suchfunktion benutzt oder einfach selber geschaut nach Geschmack. Bei manchen wusste ich schon, welche
welchen Emoji ich da nehmen kann. Bei manchen, wie zum Beispiel das Es war einmal, brauchte ich Unterstützung von Inga. Okay, ich würde sagen, wir können ja noch ein bisschen weitermachen hier. Ne? Wir haben ja noch Platz hier. So, genau, mach doch noch mal 2, 3 Zeilen weiter. Okay. Der Hund ist traurig, weil er nicht mehr so gut sehen kann, kommt jetzt. Ne? Traurig. Sehen, oh ja, da habe ich mich selbst übertroffen. Also ich habe da ewig hin und her überlegt. Hund ist klar, trauriger Smiley ist klar, Augen ist klar wegen Sehen. Und dann habe ich eine Brille daneben, weil ich dachte, weil der braucht eine Brille, weil er nicht mehr so gut sehen kann. Ja. Man könnte jetzt aber zum Beispiel auch einfach die Augen durchstreichen oder sowas, ne? Dass der halt, weil er blind ist, aber er ist ja nicht ganz blind. Okay. Dann der, dann treffen sie die Katze, oder? Genau. Sie treffen eine Katze. Die Katze passt noch auf und dann haben wir hier keinen Platz mehr. Das reicht dann auch. Ja. Die Katze ist traurig, weil sie keine Mäuse mehr fangen kann. Okay, sie treffen eine Katze. Also müsste ich jetzt die drei Tiere, die wir schon haben, das Esel, die zwei, Esel und Hund, treffen auf die Katze. Mhm. Die Katze habe ich hier schon. Ach, da. Da ist sie. So, also habe ich jetzt ganz einfach Esel bzw. Pferde-Emoji, Hund, Pfeil, Kätzchen. Und die Katze ist auch alt. Der Satz fehlt da noch, sehe ich gerade. So, die Katze ist auch alt. Also dasselbe. Sie sehen, ich könnte mich jetzt hier stundenlang mit beschäftigen. Mir macht es Spaß. Und dann, die Katze ist traurig, weil sie keine Mäuse mehr fangen kann. Da habe ich dann die Katze, trauriger Emoji, durchgestrichen, also so ein X und dann eben die Mäuse. So, ich schubse das mal hier nach oben, damit man das so ein bisschen sehen kann. Okay, die Geschichte geht jetzt natürlich noch viel weiter, aber wir wollen jetzt ja nicht schon alles vorgeben, damit man auch selber nochmal rätseln kann. Also das ist natürlich eine total coole Methode, weil in vielen Schulfächern behandelt man ja Texte. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Gedichte, ich denke an Geschichten, ich denke an irgendwelche Fabeln oder Musikunterricht, Liedtexte. Also man trifft ja immer Texte im Unterricht. Und um sich mit Texten anders zu beschäftigen, als zum Beispiel jetzt, also wie man einfach sonst macht, finde ich so eine Emoji-Story wunderbar, weil man dann viel mehr über das, was man da stehen hat, nachdenkt. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil indem du die Bilder ja legst, machst du ja im Prinzip schon eine Zusammenfassung von dem, was du gelesen hast. Und dadurch kann sich der Text auch viel besser verinnerlichen, ne? Und du kannst ihn auch viel besser verstehen, weil du musst ja erstmal über den Satz nachdenken, um dann die Bilder rauszusuchen. Richtig. Das war jetzt ja hier ein relativ einfaches Beispiel, aber das kann man ja auch mit schwierigeren Texten machen. Ich denke zum Beispiel gerade an Textaufgaben im Matheunterricht vielleicht. Da versteht man sie vielleicht endlich mal. Ja. Und woran ich auch denken musste, jetzt mal ganz kurz als Beispiel, ich halte das in die Kamera, Inga, du siehst es gleich nicht, wenn sie zum Beispiel an Filme denken, ne? Es ist ein totaler Hit aktuell, Filme mit Emojis darzustellen, da gibt es ja sogar Apps und da gibt es Quiz, da gibt es ein Quiz dazu, das ist total eine einfache Methode und das können sie, das ist wie Inga schon gesagt hat, die Kinder und Jugendlichen müssen dann also in ganz komprimierter Form, nämlich nur mit Hilfe von Emojis, müssen einen Film darstellen. Und ich halte da mal Beispiele in die Kamera. So, wir haben einmal drei, oh, die Schlange sieht man nicht so gut. Naja, ist nicht so schlimm. Wir haben drei Beispiele, das sind drei Filme. Sie können ja gerne mal jetzt auf Pause drücken, wenn Sie das nicht gerade live schauen und mitraten. Die Lösung verraten wir nicht, weil das doch recht einfach ist. Und wenn Sie die Lösung haben, können Sie die ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Dann können wir Ihnen sagen, ob es richtig oder falsch ist. Genau. Das ist auch eine tolle Methode und auch das kann man mit Kindern und Jugendlichen machen. Finde ich super. Ich bin großer Fan vom Arbeiten mit den Emojis, muss ich sagen, Inga. Ja, ich auch. Vor allem, weil sie eben so flexibel einzusetzen sind, ne? Und man kann auch immer den Schwierigkeitsgrad verändern. Mhm. Zum Beispiel bei der Methode, die wir eben gemacht haben, da können wir das auch so machen, wie du ja sagtest, ne? Wie diese Kinderbücher früher waren, dass ein Teil Text ist und dann werden zum Beispiel nur die Nomen oder nur die Verben werden mit Emojis ausgewechselt. Ne? Oder man gibt es als Aufgabe, hier hast du einen Text, wechsel alle Nomen durch Emojis aus. Dann kann man gleich auch gucken, ne? Weiß das Kind überhaupt, was ein Nomen ist.
oder zum Beispiel auch im Englischunterricht, ne, kann man das auch machen. Dann hat man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die Kinder natürlich erstmal das Wort verstehen müssen, um dann dafür ein Emoji zu suchen. Und genau, also ich finde, wie ich schon sagte, das hilft total beim Textverständnis, über den Text nachzudenken und ihn eben dann auch zu verstehen und zu verinnerlichen. Okay. Finde ich großartig. Also ich könnte jetzt hier die Geschichte, würde ich jetzt am liebsten noch zu Ende basteln, aber nein, das lassen wir jetzt mal so. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich auch, hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Puh, ich habe den Test also bestanden. Genau. Großartig. Ich komme gar nicht darüber hinweg. Ich schnapp mir noch mal ein paar Emojis, damit ich hier nicht so, damit ich hier im Thema bleibe. Also an der Stelle nochmal eine riesig große Empfehlung. Trauen Sie sich heran an diese Art der Bildsprache. Ne? Das ist zwar vielleicht erst im ersten Moment ein bisschen befremdlich und man denkt sich erst so, was bringt mir das? Aber Inga, deine Beispiele haben wunderbar gezeigt, dass es sehr viel Potenzial gibt in dieser, mit diesen Methoden. Mhm. Und ich denke zum Beispiel auch an eine Methode, die wir schon mal jetzt gehabt haben in einem anderen Video, zum Beispiel den Stop-Motion-Film. Das bedeutet, wenn man jetzt mega kreativ ist und nochmal richtig Lust hat, das Ganze nochmal zu vertiefen, könnte man also diese Bremer Stadtmusikanten in einem Legefilm, in einem Stop-Motion-Film darstellen. Da hat man die Emojis, hat man ja eh schon ausgedruckt und dann könnte man die einfach hinlegen und dann bewegen die sich eben passend zu der Geschichte. So. Ja, ich würde sagen, das war es tatsächlich schon. reicht ja auch erstmal an Informationen. Lassen Sie das erstmal sacken. Inga, ich bedanke mich total herzlich bei dir für deine Expertise. Sehr gerne. Und sage dir schon mal Tschüss. Ich winke in die Kamera. Tschüss, Julia. Und ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Hoffe, Sie haben jetzt Lust, sich in den Emoji-Dschungel zu wagen und ein bisschen mal zu forschen, was es überhaupt für Emojis gibt. Und ich bin mir sicher, dass Sie genau die passende Methode für sich finden und dass Sie dann auch ins Experimentieren kommen. Trauen Sie sich auszuprobieren. Es macht unfassbar viel Spaß. Und glauben Sie mir, den Kindern und Jugendlichen geht das genauso. Und es kommen die ein oder anderen Lacher zustande. Ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren.